Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Superhelden-Modus. Da nehme ich natürlich Champion, damit ich hier meine Leute noch mehr verstärken kann. Welcome to Nova. Das ist krass. APS mit Berserker und mit Schattentänzer. Das OP. Das ist wirklich super stark. Das nehme ich einfach so, wie es ist. Ja. Jetzt die Frage, wie fangen wir an? Ja, Bonecrusher Start will ich jetzt nicht unbedingt machen. Könnten einfach hier mit einem Berserker starten. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Den Champion Buff hebe ich jetzt auch für den Schattentänzer. Damit wir den noch stärker machen können. Magia ist auch meistens dabei. Fürst des Todes. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Okay, Pyro. Da brauche ich nicht viel schicken. Schauen wir mal. Sieht aber ganz interessant aus. Das könnte interessant werden. Auf jeden Fall. Das wird dann zu Bone Crushern. Die beiden. Da kann man auch noch die Dark Mage draus machen. Später. Aber für den Moment ist das gut. Ja, der eine hat Fiesta, aber hat ganz schön viel durchgelassen. Oh, Manta. Manta auch nicht schlecht. Gerade im 4 gegen 4. So machen wir das. Sollte ausreichen. Hab da lieber auf 6 Worker gepusht. Ah, es wird eng. Ich glaube, das schafft er nicht. Nee. Da war ich zu gierig. Da war ich zu gierig. Jetzt soll ich es aber schaffen. Stichschaden habe ich mir besser genug. Mal Attack Speed gepusht.
Ja, ist eng, aber schaff's. Drauf kommt's an. Klingt gar nicht an, vielleicht einen Plan auch einen zweiten hinzustellen. Für die nächsten beiden Waves gar nicht schlecht. No, roll call. Abgewehrt. Kommt einiges durch. Vierfach Schnecke. Ne, das machen wir mal noch nicht. Das erstmal so. Weil der Dark Mage bufft die immer schön. Mit ein bisschen Healing und Attack Speed. Ich wäre wesentlich stärker, wenn ich die Sache jetzt benutzen würde. Also die Champion Buff und so weiter. Das steht fest. Aber wenn ich es mir aufhebe, bin ich nachher noch viel stärker. Machen wir zwei Wurzelquallen hin. Sollten das abwehren. Der hat doch gar keinen Fähigkeitsschaden. Oder? Nee. Der hat Fähigkeitsschaden. Du nicht. Der macht nur Sinn auf dem Berserker tatsächlich. Jetzt kann ich ein paar mehr Worker pushen. Ich guck mal, was der Gegner so baut. Okay. Hunde mit dem Metzger drumherum. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Ja, Pyro mit Fähigkeitsschaden extra ist natürlich super fett. Da macht man hier fast nichts. Muss ich auf der 10 Magieschaden mit reinschicken. Das ist vollkommen klar. Fight fire.
So, jetzt können wir natürlich eine Wurzelquelle verbessern, theoretisch. Können wir den Bonecrusher noch aufwerten? So sieht das auch nicht schlecht aus. So, jetzt warte ich ab für die nächste Runde, dass ich hier dann magischen Schaden reinschicken kann für das alles. Ich krieg jetzt schon 200 geschickt. Holy shit. Da können wir jetzt ein paar Blocker aufbauen. Auf jeden Fall ein Drache. Sogar noch sehr gut gehalten. So, jetzt haben wir drei Berserker. Das soll es doch reichen. Hundertprozentig. Blut mit rein. So, er hat 100 geschickt. 200 geschickt und der ist 180 drunter. Weil er gierig war nach Workern. Und da komme ich durch, locker. Ich habe natürlich geblockt mit meinen drei Berserkern. Vollkommen klar. Aber das habe ich gut ausgenutzt. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich nehme auch das. Auch wenn ich das noch nicht benutze. Klingt das erstmal an einem guten Plan. Boah, 400! Ach du Kacke. Gut, dass ich es jetzt noch nicht benutzt habe. Das halte ich nämlich nicht. Ach du Scheiße. Wie viele Worker haben die denn? Das ist ja abnormal. So sieht das doch gut aus. Muss ich nur gucken, dass der so lange wie möglich überlebt und nicht abkackt. Ist gut für mich. Dann kacken die alle ab und die sind haben eine gute Verteidigung gegen die Pyros. Ja, 300 geschickt. Ja, kack schon die erste Runde ab, kacke.
Oh, 51 Leben. Das war knapp, scheiße. Right away. Right away. Den werde ich gleich auf. Und dann schicke ich auf 14. Ja, ohne Mana sieht es natürlich kacke aus. Alles ausgelöscht. Auf jeden Fall Mauer freien und ein Hermit. Und dann gucken wir, was uns noch rausgeht. Ja, der Schaden ist genug da. Okay, nehmen wir mit. Ja, Kanonieren. Mehr bleibt mir ja nicht übrig. Aber gucken wir mal. Marsch, Schaden ist auf jeden Fall da. Ist der Maulwurf schon tot? Sehr schön. Sehr schön. So, Fürst des Todes. Mehrfach. Machen. Auf jeden Fall den weg und den. Das Sora natürlich nicht schlecht. Nehmen wir mit. Ah, nehmen wir die Schweine noch mit, was soll's. Wie sieht es hier drüben aus? Ah, gar nicht schlecht. Dafür habe ich schon Autosend gemacht. Ich habe 13 Leben. Tod, göttlicher Segen weg. Was sollen wir den hier mal aufwerten? Holy shit. Okay, ich habe bis jetzt nur die Seite hier bestückt und da drüben ist noch gar nichts. Aber das ist schon mega fett. Göttlicher Segen, Champion und eisige Berührung.
Wenn hier ist dann der Fähigkeitsschaden da. Das hat er ordentlich geschickt. Oh, jetzt kackt er ab. Wurde zu fett angegriffen. Nicht durchgekommen, ja. Ja. Jawohl, noch mehr Drachen. Ich habe gehalten, dafür habe ich auch meinen göttlichen Segen geopfert. Ich stecke irgendwie ganz schön weit zurück diesmal. Aber naja. Ah, jetzt kommen die ganzen Kanonenschützen die ganze Zeit. Hilft mir das Schwein leider auch nicht weiter. Perfekt gehalten und durchgekommen. So muss es sein. Schaut mal die auf, wow. Hat perfekt gereicht, nur noch 4 Gold. Das ist gut. Das ist echt gar nicht schlecht. Hier sind Haufen Crab Lords hier auch hoch. Mit einem Starcaller dazwischen. Er hat ja nur Crab Lords. Okay, hier sind noch 2 Mana-Rösser, aber vielleicht ein Reroll gekriegt. Ja, ich hole jetzt auch keine Worker mehr. Ich habe es nicht mal 100 erreicht, aber das ist gar nicht so schlimm. Jetzt meine Einheit nur noch aufwerten. Ah, die dicken Mantas. So. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Einheiten aufwerten. Wir packen jetzt hier einfach eine Yusora noch dazu. Die ist auch nicht schlecht. Aber so viele Einheiten habe ich gar nicht stehen, weil die alle so teuer waren. Was das Tod ist, allein schon 265. Die kosten 270. Und das auch 190 plus Aufwertung, die über 400 kostet.
Okay, die haben wir mal geschickt. Jawohl, der Bunkerscher hält! Übelst viele Drachen. Mega stark. Was heißt hier Early Saving? Wir haben, das ist doch eigentlich normal, auf 18 zu saven, oder hat sich das schon wieder geändert? Manchmal ist auch nicht alles so, aber so laut meinem Wissen ist es einfach so. Ich bin 70 drunter. Die 80 Gold habe ich hier, aber ich kann nichts aufwerten oder bauen. Mega Goldwerfer gehabt und Schweine. Das sind Crab Lords auf beiden Seiten. Der hat 2500 drunter. Na gut, ich weiß, dass ich dann auf jeden Fall Aura schicken muss und Kraken. Aura, Kraken. Ja, Magieschaden, ein bisschen was. Wahrscheinlich dann Hexen noch mit rein. Mit Graffichern. 56 drunter, die sind auch alle drei drunter, außer der rechte. Mega Pyros. Ja gut, habe ich die Schweine jetzt noch nicht platziert. Aber ich habe hier fast alles aufgewertet. Die zwei Wurzelquallen sind noch da, er hier. Und dann hätte ich noch Platz für den einen. Ja, stimmt, davon hat Amon Lukas erzählt, dass die jetzt geändert wurden. Dass die null Leben regenerieren, wenn eine Einheit stirbt. Und die Attack Speed kriegen die. Durch die ganzen Crab Lords, die ganze Zeit Spawns machen. Wir werden auf jeden Fall das reinschicken. Und dann müssen wir eigentlich auf Kraken gehen. Nehmen wir Hexen noch mit. Wie sieht es denn aus? 1715 drunter. Sieht bei mir ähnlich aus. Wir werten den noch auf. Dann ist Schluss. So, 3280. Kragen wir das so schnell durchprügeln. Frage ist nur, ob ich lang genug halten kann. Stichler war eine falsche Wahl. Länger gehalten als er. Stichler war hier wirklich eine falsche Wahl. Ich habe so viel verstärkte Verteidigung. Der hätte auf Aufprallschaden gehen sollen. Es wird ein Sieg! Jawohl! Victory. Aber das war mal wieder eine krasse Runde. So viel dicke Einheiten. So viel Kohle. Ich habe da nicht genug Bürger gehabt. Also im Vergleich zu den anderen so. Hallo, 200! Ja, aber
Es war einfach krass mit so vielen starken Einheiten. Das hat mal funktioniert, Mensch. Geil. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.